Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vergewaltigungen gehören zu den niederträchtigsten Straftaten, die wir uns vorstellen können. Eine Vergewaltigung zwingt in der Regel die Frau, etwas Abscheuliches über sich ergehen lassen zu müssen. Eine Vergewaltigung demütigt sie. Eine Vergewaltigung soll den Willen einer Frau brechen. Es ist der grausame Versuch, dem Opfer seine Würde zu nehmen. Und eine der tragischsten Seiten ist, eine Vergewaltigung hinterlässt Wunden, die nie wieder verheilen. Es sind diese schrecklichen Bilder im Kopf, die jeden hier im Saal beim Gedanken daran erschauern lassen. Beim Gedanken daran, dass dies eine Mutter, eine Schwester, eine Tochter, eine Ehefrau oder Freundin erleben müsste. Ich will an dieser Stelle keineswegs verschweigen, dass auch Männer Opfer sexueller Gewalt werden können und auch, wenn die Dunkelziffer der Sexualdelikte gegen Männer wahrscheinlich ebenfalls hoch sein wird, so sind es jedoch überwiegend Frauen, die Opfer werden. Zwei wesentliche Punkte müssen wir an unserem Sexualstrafrecht verbessern. Und wir sind gerade am Anfang der Debatte und nicht so, wie es gerade den Anschein erwecken sollte, als wenn wir nichts verändern wollten und auch über nichts reden wollten. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass der Tatbestand einer Vergewaltigung nicht erst dann vorliegt, wenn sich eine Frau mit Händen und Füßen gewehrt und der Vergewaltiger sie mit Gewalt zum Sex gezwungen hat. Da sind wir uns einig. Zu oft schon kamen Täter straflos davon, weil sich ihre Opfer aus Angst und Panik wehrlos im Schock befanden und sich eben nicht körperlich wehren konnten. Wenn eine Frau um ihr Leben fürchtet, deshalb eine Vergewaltigung über sich ergehen lässt und der Täter dann straflos davonkommt, wurde sie dann nicht sogar gleich zweimal zum Opfer? Was nützt uns das Strafrecht, wenn zum Beispiel eine Mutter aus Angst vor den Konsequenzen für ihre Kinder wieder und wieder eine Vergewaltigung über sich ergehen lässt? Wo ist der Schutz, den wir als Gesellschaft hier bieten müssen? Zweitens müssen wir dafür sorgen, dass die sexuelle Nötigung im Strafrecht präzise auch das umfasst, was wir bestrafen wollen. Der Griff in den Intimbereich muss genauso strafbewehrt sein wie sexuelle Übergriffe aus dem Schutz einer Gruppe heraus. Für uns ist ganz klar, Nein heißt Nein. Das Problem bei jeder Gesetzgebung zu diesem Thema ist, dass wir vor einer schwierigen Abwägung stehen. Jede Anbahnung einer körperlichen Beziehung hat Momente der Ungewissheit. Will er, dass ich ihn fest in den Arm nehme? Will sie, dass ich sie jetzt küsse? Stellen Sie sich vor, der impulsive Abschiedskuss bei einer ersten Verabredung würde den Tatbestand einer sexuellen Nötigung erfüllen. Es klingt absurd, aber so kann es missverstanden werden. Der falsche Vorwurf einer Vergewaltigung kann ein Leben zerstören. Es ist wichtig, ein Gesetz zu schaffen, das Rechtssicherheit schafft und keine Verunsicherung. Am Ende wird all das, was wir im Bundestag in ein Gesetz gegossen haben, in der Alltagspraxis bei Staatsanwaltschaften und Gerichten standhalten müssen. Daher ist es wichtig, einen gesetzlichen Rahmen zu haben, der klug und gewissenhaft ausbalanciert ist. Frau Kollegin Pantel, ja? Gestatten Sie eine Zwischenfrage, ja? Des Kollegen Fechner. Bitte schön. Frau Kollegin Pantin, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich hätte jetzt doch eine Zwischenfrage, weil ich den Eindruck habe, die CDU-CSU-Fraktion wäre für die Nein-heißt-Nein-Lösung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12.01.2016 wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Herr Strobel zitiert, und das deckt sich mit den Antworten, die ich von ihm bekommen habe, dass die Formulierung in der Mainzer Erklärung, die auf ein Nein-heißt-Nein hindeutet, nicht rechtstechnisch zu verstehen sei und nur eine griffige Formulierung, die aber nicht wortwörtlich zu nehmen sei. Was gilt denn jetzt? Was wollen Sie konkret? Also es gilt das, was unsere Fraktion hinterher ausgearbeitet hat, wie dieses Nein heißt Nein rechtsfest, rechtssicher und beweisfest auch sein kann. Was heißt Sie auch? Davon spreche ich gerade. Wie unsere Fraktion, ich wurde gerade auf den Zeitungsartikel
angesprochen und für uns heißt ein Nein, Nein. Es ist aber so, dass man dieses Nein beweisen können muss. Und das habe ich gerade eben versucht auszuführen, dass wenn es bestimmte Situationen im Intimsbereich gibt, wo es eben nicht klar ist, dass für den, der übergriffig wurde, das Nein zu erkennen war, dass man das beweisen muss. Also wir sind uns ganz klar erkennbar für wen? Erkennbar für den, der sich in der Rolle fühlte oder der das Opfer, das vermeintliche Opfer ist oder nicht. Insofern muss man hier verschiedene Punkte klären. Und wenn wir am Ende unserer Klärung sind, dann bin ich davon überzeugt, dass wir eine Verbesserung der Situation herbeiführen können. Lassen Sie auch noch eine Zwischenfrage der Kollegin Wojciniak zu. Ja, klar. Bitte schön. Ich habe eine ganz einfache Frage. Sie haben gesagt, ein Nein muss auch erkennbar sein. Was ist denn an einem Nein nicht zu verstehen? Es kann als Nein, wenn ich jetzt in Schock, also angenommen, ich werde überrumpelt und meine gesamte körperliche Situation von der Haltung her zeigt, dass ich das nicht will. Ich bin aber so geschockt, dass ich nicht antworten kann. Dann würde ich das auch als Nein werten. Ob der Richter das dann hinterher durch bestimmte Positionen als Nein wertet, ist eine andere Sache. Sie haben eben den Fall von dem Kollegen gehört, der gesagt hat, am Anfang des Abends habe ich Nein gesagt und hinterher entwickelt sich etwas anderes. Und dann ist es kein Nein mehr. Also so lächerlich ist das. Also wir sind am Anfang, das ordentlich beantworten zu wollen. Und wir hoffen, so viele Grenzfälle gesetzlich regeln zu können, wie es geht. Und das werden wir dann eben sehen. Die bisherige Gesetzgebung zum Paragraphen 177 des Strafgesetzbuches muss überarbeitet werden. Darüber sind wir uns im Klaren. Deshalb wird die Regierungskoalition auch einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der die genannten Probleme klug abwägt. Als Familienpolitikerin ist es mir aber auch wichtig, auch wenn Sie das jetzt eventuell etwas lächerlich finden, dass wir unser Augenmerk nicht nur auf das Strafrecht legen, sondern Prävention, Schutz und Hilfe sind nötig. Prävention heißt, dass wir jungen Menschen klar und deutlich zu verstehen geben, dass Frauen kein Freiwild sind. Es heißt, dass Frauen keine Ware sind. Körperlichkeit ist etwas Intimes, Körperlichkeit ist etwas Schützenswertes. Dies zu vermitteln, ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und diese Aufgabe gilt ganz gleich, ob es sich an Zuwanderer, Flüchtlinge, Erwachsene oder Jugendliche aus deutschen Familien richtet. An diesem Punkt heißt es aber auch zu überlegen, ob sämtliche Entwicklungen in der Gesellschaft in die richtige Richtung laufen. Ich will keineswegs in eine Sexualmoral der 50er Jahre zurück, wie Sie eben auch den Anschein erwähnen, dass wir ja bestimmte Klischees nur bedienen wollen. Aber wir sollten uns auch fragen, ob eine Überhöhung des Sexuellen nicht ebenfalls Teil des Problems ist. Müssen wir schon in der Grundschule Sexualität und Geschlechtlichkeit besonders hervorheben? Wenn schon in der Unterstufe so viele Sexpraktiken auf dem Lehrplan stehen, dass womöglich ein Wettlauf um die krassesten Sexualerfahrungen besteht, wird durch so etwas nicht auch gefördert, dass Frauen zu Sexobjekten degradiert werden und somit auch eine Verrohung der Gesellschaft Vorschub geleistet wird? Privat zwischen Aufklärung und Praktiken, müssen Sie genau hingucken, ist ein Riesenunterschied. Und ich habe von Sexualpraktiken und nicht von Aufklärung geredet. Privatheit, Grenzen des persönlichen Schutzbereiches eines Menschen. Wir müssen als Gesellschaft deutlich machen, dass zu einem guten menschlichen Umgang miteinander der Respekt vor den Grenzen des anderen gehört. Nein heißt eben Nein. Jede Frau und jeder Mann bestimmt selbst über den eigenen Körper. Prävention gegen sexuelle Gewalt heißt jedoch nicht, dass wir jetzt wieder für Millionen Euro neue Programme aus der Taufe heben müssen.
Es heißt, dass wir als Vorbilder leben, dass wir als Eltern unsere Kinder so erziehen, dass sie die Grenzen anderer zu respektieren, die Grenzen eben respektieren der anderen. Und es heißt, dass wir im Alltag Zivilcourage zeigen. Das beginnt im Freundes- und Kollegenkreis und geht bis hin zum Schwimmbad oder in die Kneipe am Abend, wo wir unangemessene Sprüche und Anmache-Versuche erleben, bei denen wir einschreiten sollten und eben nicht wegsehen. Schutz und Hilfe müssen wir den Opfern zukommen lassen. Der Bund hat durch seine Angebote wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Aufgabe der Länder ist es, die Frauenhäuser ausreichend finanziell auszustatten. All diese Maßnahmen gehören zusammen. Und genau deshalb werden wir auch einen Gesetzentwurf vorlegen, der klug und gewissenhaft ausbalanciert ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt die Kollegin Mechthild Traber, der SPD-Fraktion, das Wort.